Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 3 The Between Lands. Wie ihr seht, ist das Ganze jetzt ein bisschen anders, denn was ihr hier seht, sind unsere letzten Minuten in den Between Lands. Der Livestream war schon vor 2 Wochen oder so. Ich habe den mit aufgenommen. Ich möchte euch den nicht vorenthalten. Wir werden jetzt gleich mit der Dreadnought, das ist hier dieses Schiff, das ihr da seht, zum Endboss fliegen und versuchen, den kalt zu machen. Und wir werden hier angegriffen, weil wir haben uns gegenseitig geschlagen und jetzt greifen Joes Kinder mich an und meine Joe, und das ist ziemlich dumm gelaufen, was wir da gemacht haben. Aber egal. Auf jeden Fall fliegen wir zum Endboss und dann geht's los. Also viel Spaß mit dem Video. Ja. Ich kann nichts tun. Letzter Dungeon. RGB, dann steigen Sie mein. Ja, bin ich drin? Ja. Dann, Achtung, fertig, wir hissen die Anker. Stopp, die Anker sollte ich mal listen, ne? Okay, jetzt geht's ab. Ich bin schon mal froh, dass meine Kinder dich nicht killen. Obwohl die da vorne am Auto hängen. Wir verlieren Luft, ne? Ist das so? Meinst du, dass wir es bis zum letzten Dungeon schaffen werden? Verlieren wir Luft? Ja, hinten. Und warum haben wir das nicht gleich gefixt? Weiß ich nicht. Ist nicht schlimm. Das große Abenteuer beginnt an dieser Stelle. Du kennst den Weg, ne? Ich kenne den Weg, ja. Okay. Also wir haben noch nur 16% Treibstoff. Okay, das ist gut. Wie viel Prozent immer noch? Jetzt haben wir noch 15. Und wir haben noch 16.000 Meter zu fahren. Ach, ihr seht, das ist genau hinten in der Mitte. Das ist wie so ein Düsenantrieb jetzt. Ja, ne? Oh Gott, oh nein. Das sind Gegner. Assassine RGB. Genau, perfekt. Ein Assassine schießt nicht mit Pfeilen, ne? Keine Ahnung, das ist egal. Assassinen sind die Auftragskiller einfach. Ja, dann bist du jetzt Auftragskiller. Die von irgendeinem Dach runterspringen und dich dann im Sprung in 2 Teile schneiden. Mhm. Ah, das Luftschiff bewegt sich tatsächlich auch nach, wo ich hingucke. Was cool ist. Also 1200 Meter, wie viel Treibstoff haben wir noch? Crafting Table hier, wir haben noch 7%. Ui, das könnte knapp werden. Ich versuche nochmal ein bisschen aufzusteigen. Vielleicht, dass wir dann das Momentum nach unten ausnutzen können. Schön. Das ist unser letzter Flug hier, ne? Wenn wir fertig sind, RGB, müssen wir auch wieder zurück zum Spawn kommen. Okay, unser vorletzter Flug. Ich habe meine Waypoint dabei. Na gut, dann fliege ich dann am Ende. 3. Oh, doch. 900 Meter. 2. Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, was passiert, ob wir jetzt sofort abstürzen. Ich habe auch keine Ahnung. 1. Du hast noch Level, um deinen Sturz abzufangen? Nö. Oh. Okay, ganz schlecht. Oh. Man stürzt doch ziemlich schnell ab. Er stürzt schneller ab als erwartet, dann Anker legen und ab die Post, dann geben wir den Rest. Ja, hast du einen Anker rausgehauen? Ja. Ja, da ist ein ganz schön großes Loch. So, ich markiere auf der Karte unseren Standpunkt von der Drayton, ja? Und würde ich sagen, fliegen wir den Rest mal eben oder gehen wir den Rest mal eben zum Dungeon hin? Du bist noch hinter mir? Warte. Ich würde mal was probieren. Nordosten müssen wir fliegen. Ich bin schon auf dem Weg zum letzten Dungeon. Ich würde auch relativ schnell wegfliegen, damit dort nicht die Viecher spawnen, die das Luftschiff angreifen. Ja, ja. Gut, das ist eh verloren. Einfach in Richtung Nordosten. Nee, ich hab's mir markiert auf der Karte. Das können wir wiederfinden. Ah, du hast dich teleportiert. Ja, ich habe schnell ein paar Level gefarmt. Ich bin davon ausgegangen, dass es schneller geht. Okay. Leute, es ist soweit. RGB ist da. Und das Schöne ist, gerade spielt die epischste Musik, die es gibt hier in den Between Lands. Dieses Lied, dieser Soundtrack, der jetzt gerade im Hintergrund läuft, finde ich, ist einer der besten. Aus den ganzen Between Lands. Was für ein geiles Finale. Da ist das Sludgeon Tower. Ja. Wo ist RGB? Okay, bist du schon rein? Ich bin hier, hinter dir. Ah, da. Auf geht's! Let's go, nach dir.
Auf in die tiefste Ebene. Du hast die beste Rüstung. Meine Rüstung ist fast trip, sehe ich gerade. Ah, naja. Jetzt ist die Musik abgebrochen worden. No. Okay, wir müssen uns leider nochmal durch diesen Sludge Tower durchkämpfen. Aber wir haben ihn ja, glaube ich, geklärt. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Weg. Ich meine aber, dass wir hier entlang gingen. Ich muss mir keine Dinger mehr merken, ne? Nee, nix. Wir haben jetzt auch für die letzte Tür einen Rune Door Key, mit dem können wir die Tür instant öffnen. Ah, hast du ihn mitgenommen? Ja. Ah, das ist gut. Das ist quasi ein Schlüssel, um einmal die Tür zu öffnen. So, hier, die erste Ebene ist bestanden. Auf in die zweite Ebene. Okay, jetzt wird es immer schwieriger. Wir müssen aufpassen, dass dann DK auch noch in Ordnung ist. Du hast noch genug Pfeile dabei? Ich bin ausgestattet, ja. Okay. So. Aber noch ist ja alles relativ entspannt. Ja. Wird noch. Lass dich nicht aufhalten. Okay, hier geht's weiter. Ab in die dritte Ebene. Wie cool, 7, dass wir alle schon gemacht haben. Ah, hier sind wieder diese Eier. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Okay, machen wir weiter. Ja, gut. Dead End, falsche Richtung. Die Staubsauger sind hier auch. Ja, leider. Oh. Die machen einen guten Job. Nein. Hast du den Ausgang schon gefunden? Nee. Jetzt wird's aber anspruchsvoll. Jo. Jetzt aber nicht sterben, wenn möglich. Ich bin nicht im Sterbemodus, tatsächlich. Das Schwert, das ich hier gelootet habe, scheint relativ praktisch gegen die Viecher zu sein. Wow. Ja, das Schwert hilft. Okay. Ich hatte leider bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, irgendwas hier zu killen. Ich sollte mir vielleicht Essen in die Hotbar legen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Ebene werde ich nie verstehen, wo der Durchgang nach unten war, Leute. Ich höre dich in der Nähe irgendwo, RGB. Okay. Ich habe den Durchgang gefunden. Boah, Saugi, hör auf. Okay, ich weiß, wo der Ausgang ist. Ich glaube, du bist in der Nähe. Okay. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, perfekt. Achtung, dein DK ist komplett offen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss Zap essen. So. Ach ja, die Saugis saugen einem ja das Zap aus. Wenn ich richtig mitgezählt habe, war das die vierte Ebene. 5 von 7. Es bleibt spannend. Hallo, wo ist der Sauger? Okay, weiter geht's. Egal, weiter. So, ist das hier schon die Ebene, wo die Ratten kommen? Nee, das war die nächste Ebene. Oder die Sekte kann sein, das weiß ich gerade nicht 100%. Ah, nee, hier sind diese... die Turrets. Immer am besten hier entlang. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, ich habe den Weg gefunden, perfekt. War der richtige Weg, RGB? Ja, die Frage ist, wo bist du? Wahrscheinlich bist du hier lang. Ja, genau. Hi. Sehr schön. Wir haben uns hier halt schon durchgekämpft. Also die größten Sachen haben wir getan. So, jetzt 6. Ebene. Hier, hinter dir. Ah, da. Uff, ist vorbeigelaufen. So, 6. Ebene hatten wir aber auch schon, ne? Ich meine, die 6. Ebene war die letzte, die wir hatten. Danach gibt es noch eine weitere Ebene. Die letzte Ebene hat nämlich bewegliche Items, die gefährlich sind. Okay. Ich weiß hier gerade nicht 100% pro, wo es entlang geht. Kann man diese Giftdinger nicht töten? Nein, das ist... Ah ja, vorsichtig. Au, vorsichtig. Hier waren die Dinger, die deine Items durch die Gegend geworfen haben. Ah ja, pass völlig auf. Und die Kraken. Das sind die Dinger da. Ich habe den Weg gefunden. Du müsstest aber den Weg entlang gehen, nicht gerade perfekt gewesen, super. So, dann geht's jetzt in eine neue Ebene, glaube ich. Nee, die hatten wir auch freigeschaltet schon. Ja, ich glaube, da dann sind wir runter wegen... Genau, da kommen jetzt die Ratten. Und die haben wir wegen der Rüstung freigeschaltet. Richtig, ich erinnere mich. Aber wir sind schon sehr tief unten. Was ich auch cool finde, dass diese Bricks an der Seite, mit jeder Ebene werden die dreckiger, ne? Ja, ne? Das ist richtig gut gemacht. Also die Detailarbeit ist maßlos genial. Oh, hier bricht ja alles zusammen, ne? Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob das dann schon die letzte Ebene ist, oder ob noch eine Ebene aussteht. Ja, das müsste die sechste sein. Gehen mal hier. Ja. Ich höre auf jeden Fall schon den Endboss. Man hört dieses Klickern und Rattern. Genau, hier sind wir später, hier sind wir in die Crypt gegangen. Richtig? Ja, richtig, genau. Ne? Da wollen wir aber jetzt nicht entlang gehen. Wir wollen jetzt weitergehen. Und zwar zur Tür. Hier sind nochmal, hier ist ein bisschen Loot. Ich weiß nicht, ob der sinnvoll ist. Die Pfeile und so sind natürlich cool. Aber ich ehrlich gesagt, viel brauchen wir nicht mehr. Nö, eigentlich brauchen wir gar nichts davon. Ist noch so eine Ratte gewesen. Wobei die Item-Scrolls nehme ich mal mit. Ich habe noch nicht die Tür gefunden. Hier ist nichts, hier ist ein Dead End. Müssen wir einen anderen Weg suchen? Vielleicht hier entlang? Ne, hier ist die Krypta. Oh, die sind aber stark. Okay. Nein. Dann gehen wir mal hier entlang. Okay. Okay, waren wir hier schon? Das kann echt nicht abschätzen, wo wir waren. Keine Ahnung. Naja. Da sind die Viecher. Hier sind wir runtergegangen. Okay, warte, da sind wir runtergegangen. Dann muss es der letzte Weg sein. Da muss es der andere Weg sein. Okay. Das ist gleich links. Diese Dinge sind gefährlich, weil die klauen euch die Items. Genau. Aufpassen, während da der Lichtstrahl ist. Alles gut und weiter geht's hier entlang. Ah ja, hier ist auch schon... Ja, die Tür ist auch schon offen. Jetzt ist das tatsächlich die letzte Ebene. Das hier ist die letzte Ebene. Okay. Oh, shit. So, und die letzte Ebene hat es auch nochmal in sich. Hier sind noch ein paar Item-Scrolls. Sub ist noch drin. Jam. Hier verschieben sich einfach die Wände. Was? Hier verschieben sich einfach die Wände. Hab ich gerade nicht gesehen. Echt? Ah ja, nee, das sind nicht die Wände, die sich verschieben. Genau, das ist jetzt, das ist die letzte Ebene. Die können dich killen, die Wände. Also musst du ein bisschen vorsichtig sein, okay? Wollen wir mal hier entlang gehen? Hinter die Wand. Warte, quasi. Stopp, Vorsicht, weg, weg, weg. Also hier lang. Das quasi. Kann ich töten, genau, hier rein. Ja, ja, dass die dich zerquetschen, das kann ich mir vorstellen. Und hier entlang? Oh shit. Okay, die Ebene mag ich nicht. Ich hasse solche zeitkritischen. Hier entlang. Oh Gott, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Nein! RGB! Was? Nein! Was? Oh! Oh! Geht's? Oh ja. Sie ist. Hast du es überlebt? Ja, ja, okay. Sie hat mir nur einen Hit-Schaden gemacht und ist dann zurückgefahren. Oh, Glück gehabt. Hast du mein Schwert dann gesondert? Ja, hab ich. Okay. RGB! Nein! 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 Eieiei! Gar nicht gut. Okay, okay, okay. Sie macht nicht so viel Schaden. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, dann haben wir aber, glaube ich, Glück. Ich meine, dass die kommen hier schnell. Hier. Ja, vielleicht ist das, weil da hinten so ein... Versuch das mit dem einzusammeln. Oh, das geht gerade diesen blöden... Also, du musst hinter mir stehen. Oh, da, hier, da, da, da. Okay, genau. Hab's. Achtung. Genau, stopp, warte, stopp, 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 stopp. Warten, warten, warten. Jetzt hier entlang, hier entlang. Ey, das... Oh. Es ist schon echt verdammt gut gemacht. Nicht diese Uhren in den Wänden öffnen, nicht, dass er wieder diese Trauer rauskommt. Ja, ja, ich habe jetzt in dieser Ebene habe ich gar kein Interesse dran, irgendwelche Uhren zu öffnen. Okay, warte, stopp, da ist eine große Wand. Zurück, zurück, zurück. Die könnte jetzt vielleicht blockt die nicht an dem Ding da? Ah, warte, nee. Das ist ein anderer Ort hier, wo wir gerade sind. Oh ja, die zerstört einfach alles. Nice. Und hinter rein. Zack, und los. Ich glaube, wir sind richtig, oder? Sind wir richtig? Ich glaube auch, aber wir müssen jetzt warten, bis die zurück ist, ne? Ja, wir müssen warten, bis die zurück ist. Die zerstört ja auch die Fackeln an der Wand, merke ich gerade. Nee, die zerstört alles. Nee, an der Wand nicht die Fackeln. Okay, immerhin. Hallo. Also nee, zumindest alles, was am Boden ist. Okay, jetzt gleich, wenn die Tür vorbeigekommen ist, laufen wir sofort los, okay? Mhm. Ah, da kommt sie. Auf geht's. Und los. Da ist die Tür. Das ist die Tür, ja. Oh, ich steck fest. Joe, schnell. Ja, ich bleib mich ja. Und jetzt geht's zum Boss, ne? Und jetzt werden wir noch zerquetscht, so eine Sekunde davor. Nein. Nein. Oh, er stoppt direkt da, wo die Tür ist. Okay, Glück gehabt. Oh Gott. Hier sitzt der Boss. Ja, Pit of BK. Los geht's. Holy fuck. Was? Was ja, ne? Ist das denn? Herzlich willkommen beim Bossfight. Bruh. Okay, wir sollten zunächst erstmal die ganzen Viecher da wegmachen. Und das ist der große Boss, der mit Treelands. Okay, okay. Du weißt, wie man die Musik, ne?
Nein, weiß ich nicht. Aber ich habe eine Ahnung. So, lass uns erstmal diese Turrets hier deaktivieren, weil die werden uns nervig sein, okay? Ja, ich schaue gerade, ob ich hier das irgendwie kaputt machen kann. Der Boss ist noch gar nicht da, ne? Ja, das denke ich mir. Muss ich das hier irgendwie kaputt machen? Warte gleich, lass erst die Turrets wegmachen, okay? Weil die sind am schlimmsten. Respawn die nicht? Nicht, dass ich wüsste. Wir dürfen hier beim Bossfight auch keine Fackeln nutzen. Oh. Krass. Aber warte, ich krieg jetzt mal eben hier die Strength-Elixier und das DK-Elixier, ne? Oh ja, das DK-Elixier ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Ja, was ist das DK-Elixier nochmal? Rippling. Ne? Okay, sehr schön. Also, RGB, folgendes. Wir müssen diese Konstruktion, die in der Mitte ist, nach unten lassen. Jedes Mal, wenn du sie mit dem Pfeil triffst, ja? Ich glaube, du musst erst die Ketten kaputt machen, irgendwie, wenn ich das in Erinnerung habe. Spoiler, die Terrorists respawnen. Ah, okay. Das ist doof. Also bringt okay, das nichts, direkt zu machen. Ja, wir müssen hier die Ketten irgendwie kaputt machen. Ja, das ist das, was ich mich gefragt habe. Okay, schieß mal in die Mitte, schieß mal in die Mitte. In die Mitte? Schieß mal das Auge da ab. Okay, geht. Oh, doch. Ah ja, perfekt. Ah, doch. Ah, okay. Genau. Das müsste jetzt von jeder Seite aus gehen. Das musst du einmal machen, von allen Seiten aus. Könntest du mich vielleicht guarden, so ein bisschen? I try. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Was ist denn jetzt los? Ich bin irgendwie... Stuck. Ich auch. Stuck, ja. Ah, jetzt bin ich wieder. Holy shit. Okay, irgendwas habe ich gerade offenbar gelähmt. Genau. Oh, genau. Ah, okay. Erstmal, genau, perfekt. Erstmal die Ketten befreien. Oh, hier kommen so Root Grabber. Oh, ich sehe es gerade. Jo. Müssen wir die wahrscheinlich schlagen. Ja. Ich habe auch erst gerade nicht gecheckt, was los ist. So, hier auf die Seite, es geht, die Turrets sind frei. Okay. Guter Schluss. Auf. Wow. Ja, ist gut. Schieß mal. So, jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Erst mit jedem Schuss müssen sich gleich die... Oha. Passt. Hast du noch Pfeile noch? Perfekt. Okay. Es hat sich ein Stück noch... Und das Ganze. Ah, die haben den Boss halt ein bisschen geändert. Okay, das ist gut. Jetzt müssen wir wieder alles abschießen. Ah, nee. Ah, jetzt beginnt der eigentliche Spaß, RGB. Okay. Siehst, das geht wieder von allein nach oben. Wir müssen jetzt immer die Seiten abschießen, damit das nach oben geht, okay? Happy. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ja, das ist jetzt. Wir müssen das jetzt irgendwie kriegen, dass das Ding komplett nach unten geht. Das ist jetzt der schwere Teil. Wie komme ich hier eigentlich wieder hoch? Ich nehme alles zurück, der Boss war doch schwer. Ich habe mir schon gedacht, dass der Endboss wahrscheinlich ein bisschen schwer ist. Der ist wieder nach oben gegangen. Wir müssen dieses Ding bis nach ganz unten lassen, den wir jede Seite abschießen. Es gibt auch keine Möglichkeit, wie wir eventuell in die Mitte da hinkommen können, oder? Ich will aber schwer. Ja, aber ich verstehe jetzt noch nicht genau. Also es ist jetzt wieder hochgegangen, warum? Ah, ich kann es aber schwer angreifen. Oh. Okay, das erleichtert unser Leben. Okay, warte, RGB. Mein Fliegzugring hilft tatsächlich gerade. Weißt du, dass wir es immer runterlassen können? Immer wenn alle von diesen Dingern an sind, ja. Dann geht es wieder nach oben. Und wir müssen das Ding jetzt bis nach unten ablassen. Das heißt, ich muss jetzt so lange drauf einschlagen, wie es nur geht. Das macht einen Bosskampf so schwer. Und dann beginnt erst eigentlich der Bosskampf. Wir müssen jetzt in das Nest reinstechen. Aber so langsam geht's. Wir sind fast unten, ne? Oh je. Ja. Ich sorge dafür, dass der hier nicht mehr... Fast geschafft. Okay, das mit dem Ring auf das Camp macht die Sache deutlich angenehmer. Dass ich da mit dem Schwert rankomme, ist gut. Weil natürlich sonst es super schwierig wird. Oh je, es geht nach oben! Ja. Wow. Oh, diese Wurzeln hier. Komm schon. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Irgendwas habe ich abgeschossen, aber ich mach weiter.
geht nach oben. Warum geht das nach oben, das Ding? Ich weiß es auch nicht. Versuch mit drauf zu hauen. Ja, mach ich. Gerade war es fast unten. Nein! Du haust da direkt auf die Scheibe drauf, oder? Ja, auf die Scheibe drauf hauen, genau. Okay, okay. Okay, es geht runter, es geht runter. Da. Okay, es geht weiter runter. Noch weiter. Diese Anker an der Seite, die versuchen das hochzuziehen. Ja, genau. Ich bleib hier an der Stelle und okay, hau dauerhaft drauf. Und dann kannst du immer die anderen Geld. Ja. Mach ich den Instant hier immer wieder aus. Aber irgendwie. Ja, wir schaffen es. Weitermachen. Nein. Nein. Der Boss arbeitet dagegen an, der will dich, dass wir es hinkriegen. Schaffst du es? Ja. Yo! Oh, yo, yo, yo. Es ist runtergefallen. Jetzt haben wir es geschafft. Oh, XP. Das ist gut zum Fliegen. Haben wir es jetzt geschafft? Das war es noch nicht, oder? Meine nein. Jetzt ist der Boss da. Das ist ein riesiger Wurm. Ja. Warte. Oh je, der hat gute Leben. Aber ich habe einen Sludge Slicer dabei. Raus. Oh ja, mit dem Sludge Slicer, glaube ich, mache ich dem wirklich ordentlich Damage. Yo. Blöde Sludge. Ich bin ein Erzfeind. Oh, der geht aber ganz schön ab, der Gute. Und das war leicht. Not a boss. Ich hab den Ring. Deine XP, Eric, Gibby. Wow. Holy shit, 58 Level. Wir haben Amulett-Slots bekommen, wir haben den Ring. Das war's schon? Ja, den Ring of Dispersion. Mit dem kann man durch Wände gehen. Das möchte ich mal kurz ausprobieren. Das ist okay, das war jetzt. Ich weiß gerade nicht, wie man mit dem durch die Wände gehen kann. Aber wir haben es geschafft, RGB. Das war not a boss. Ja, warum heißt das Achievement not a boss? Wie not a boss? Keine Ahnung. Not a boss? Fragezeichen. War das etwa kein Boss für dich, oder wie? Ja, das ist die Frage, warum das so heißt. Kommt da vielleicht jetzt noch was? Nein, wir haben es geschafft. Wir haben das ist definitiv das Ende, weil ich den Ring erhalten habe. Okay. Ich weiß nur gerade nicht, wie man den Ring nutzt, den ich gerade bekommen habe. Das wollte ich ein letztes Mal ausprobieren hier. Sneak to activate. Ah, okay. Oh, eigentlich muss man nur sneaken. Kann ich das mitnehmen? Oh. Cool. Jo, ich kann durch Wände gehen. Allerdings sieht man nicht, solange man durch die Wände gehen kann mit dem Ring, ne? Also wir können mal Folgendes machen, RGB. Wir können mal hier hochgehen. Ich nehme den Dungeon mit. Hm? Ich nehme den Dungeon mit. Oh. Du nimmst den Dungeon mit? Das... Warum ist es plötzlich hier dunkel? Weil ich die Lichter abgebaut habe. Ich wusste nicht, dass die so viel leuchten. Offensichtlich. Lass uns mal kurz in die eine Etage höher gehen, RGB. Voll nice. Ich bin eine Etage höher gegangen. Ja, dann habe ich ja über die OP. Durch diese Wand gehen. Woo! Bist du oben? Ich bin oben, ja. Warte, stopp, bleib da stehen. Bleib da stehen. Ja. Guck mal auf die Wand, siehst du mich? Ja. Achtung. Nice. Wenn du auch mal ausprobieren möchtest mit dem Ring, das ist super einfach. Alles gut, alles gut. Okay, so. Also, ich habe zwei Ringe. Ich würde sagen, du hast vier Ringe dabei. Kannst du mir einen Ring geben? Ich habe zwei Ringe dabei. Ach so. Ja, dann lass uns erstmal die Ringe alle suchen. Ja, ich hab die anderen alle zu Hause gelassen. Okay, dann, heißt es nach Hause gehen. Was Block in der Mitte mitnehmen, sagt Chat. Ich nehme den Block in der Mitte noch mit. Mach das. Ich versuche hier rauszufinden. Hast du ein Amulett mit? Ich habe ein Amulett dabei. Ich muss nicht rauslaufen. Oh. Alter, der Lacker. Also ich würde sagen, der Lacker. Derjenige, der mitdenkt, würde ich sagen. Warte mal kurz, wir können auch hier abbauen, ne? Du kannst dich durchbauen. Ja, ich baue jetzt mich einfach durch. So, einfach gut. Ist das. Also Joe, ich warte dann zu Hause auf dich, ne? Wir treffen uns zu Hause. Wo bist du? Ach ja, dann siehst du den Brazier, den ich geklaut habe, ne? Den was? Hier. Hab ich gesehen. Sehr, sehr geile Sache mit dem Feuer. Pass auf, RGB, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir werden wieder zurückkehren. Lass uns mal unsere Inventare und unsere Items hier reintun. Oh! Den habe ich einen Ticken zu lange aufladen lassen. Ja, hast du. Ich hab gerade noch ein bisschen Spaß hier.
Ich würde jetzt mal meine ganzen Sachen hier ablegen. Okay? Ja. Und mal zu sehen, dass ich meine beiden Ringe bekomme. So, Ring Nummer 1, Ring Nummer 2. Ich würde gerne noch einen dritten Ring mitnehmen. Dann kann jeder von uns drei Ringe da lassen. Ja, ich hab schon meine drei, ne? Also du kannst... Wo ist denn der dritte? Also Ring of Ascent, Desperation. Welcher ist das noch einer? Also ich habe den Ring of Gathering, den Ring of Power und den Ring of Summoning. Okay, dann noch den Ring of Recruitment. Alles klar, damit habe ich da Ringe, du hast da Ringe. Leg mal dein Inventar noch hier ab, RGB. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja. So. Ach, bis auf die Ringe wir vielleicht. Wir können die Vitrine jetzt verlassen! Wir haben es geschafft. So. Pünktlich mit dem Start von Craft Attack, Leute. Stark. So, dann kann ich die Amulette und so auch mal alles ablegen. Rüstung würde ich vielleicht behalten. Ich nehme hier noch ein bisschen was mit, was in die Overworld mitnehmen möchte. Nee, Rüstung brauche ich nicht. Hey, also meine Rüstung hält eh nichts. Deine Rüstung können wir schon mitnehmen. Nee. Also ja, die das ist aber nur als... Ich habe gerade keine Rüstung an. Das ist jetzt quasi nur eine Kleidung hier. Okay. Okay. Mein Schwert hat solche Sachen halt mit. Mit dem bin ich an die Genius reingekommen. Ja, RGB. Sind wir bereit? I think I bin bereit. Dann auf zum Weltenbaum. Oh Gott, ich will nicht durch. Ich will hier nicht hin. Ja, man hat sich jetzt so an die Betüne jetzt gewöhnt, ne? Ja, ich will nicht in die böse Welt. Man hat angefangen, den Sumpf zu lernen. Zurück. Okay, mach du auf der rechten Seite, warte kurz, ich mache eben hier den Beak noch aus. So, mach du auf der rechten Seite den ersten Ring, dann mache ich den zweiten Ring. Ring of Power, tschüss. Ah, nee, warte mal, stopp. Oh, ich habe den gar nicht draufgelegt. Ich muss ihn auch mit Shift drauflegen. Nee, nur mit Rechtsklick. Nee, geht nicht. Doch. Nein. Gib mal. Ja, komisch. Einen Ring kriege ich hier nicht draufgelegt. Nö. Hä? Gib mal. Ich equippe die gleich. Gib mal deinen Ring of Summer, deinen... Nee, der andere ging doch nicht drauf, oder? Aha. Kriegen wir den jetzt hier drauf? Scheitert's daran. Oh, ich habe mit dem Ring, den du mir gerade gegeben hast, ein Achievement gekriegt. Jo, ne? None to rule them all. Hä? Ah, wie hast du es hingekriegt? Ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach einen anderen draufgelegt. Okay. Jetzt hast du ihn ja auch ausgestattet. Hä? Ich sehe hier keinen drauf. Ja, du hast ihn ausgestattet. Ach lol. Ja. Vielleicht, aber wird's auch, wenn es nicht geht, RGB, warte, lass uns was anderes probieren. Ja. Lass uns hier nochmal nehmen. Nehmen wir nochmal die Weg. Wow! Lol. Okay. Es scheint irgendwie funktioniert zu haben. Irgendwie hat er gesagt, dass wir alle Ringe haben. Okay. Ah, ich weiß jetzt, wie es geht. Dürfen wir die Ringe behalten? Dürfen wir die jetzt behalten? Ich denke schon. Also es hätte funktioniert, wenn ich zwei Ringe schon ausgerüstet habe, dann hat er alle anderen hingelegt. Ah. Aber er hat gerade okay gesagt, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil wir alle irgendwie einmal kurz hingelegt haben oder so. Sehr geil. I don't okay, get gut. It. Dann in diesem Sinne. Ja, willst du die Ehre haben? Soll ich? Mach. Ach, du hattest auch noch nicht. Ich habe auch noch was Challenge bekommen. Dann to rule them all. Obtain all rings. Damit sind die Between als offiziell abgeschlossen. Geil. Ach, das ist Obtain all rings. Ja, wir haben alle gerade bekommen. Obtain all rings. Wir haben das letzte Achievement geschafft. Ja, auf geht's. Oh Gott. Heimat ruft. Oh Gott. Ich kann das nicht. Du bist zu fett. Jetzt. Ja, sorry. Hey, RGB. Hey, was ist hier passiert? Keine Ahnung, wo sind wir? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Portal ist woanders gespawnt. Ja, guck mal. Ich weiß, wo wir sind. Hier entlang, bitte. Okay. Das war so jetzt aber nicht geplant. Nee, das war so nicht geplant, aber ich weiß, wo wir sind. Das ist schon mal gut. Also, wir sind nicht zu weit weg. Ja, wo das, ist er denn? Das hoffe ich. So, und wir laufen gerade den letzten Rest wieder zurück. Ich sehe schon die Fassade. Also die nicht vorhandene Fassade. Oh, Lex.
Lex des Todes kommt gerade bei mir. Ja, jetzt, du musst dir vorstellen, jetzt laden nicht nur die ganzen Chunks, sondern alle Maschinen fahren hoch. Das ME-System muss erstmal tausende Channel jetzt sortieren und so weiter. Oh Gott, nein. Das ist ja, genau, unser Supercomputer, unser Zentralcomputer startet ja jetzt auch. So, und jetzt sieht man wieder die Ausmaße von unserer Base. Oh Gott, oh mein Gott. Es leckt des Todes. Ja, ja, alles startet jetzt gerade. Alles wird das erste Mal initial geladen. Ich glaube, das ME-System wird jetzt halt am meisten, am meisten Lags ziehen, weil einfach der Zentralcomputer erwacht jetzt gerade wieder zum Leben und verbindet sich mit allem, was jetzt gerade hier ist. Wir haben ja hier tausende von Maschinen stehen in diesem Apple Park. Aber jetzt sehen wir auch nochmal, in der Mitte, da ist schon der Baumstamm. Wir werden in die Mitte einen Baum aus dem Betweenlands hinstellen. Und zwar diesen Giant Tree als kleines Andenken an diese Zeit. So, ich gehe ins Sushi-Restaurant. Wir treffen uns. Also wollen wir uns da treffen im Sushi-Restaurant? Ja, gleich. Los. Haben wir unsere Energieproduktion ausgeschaltet? Wieso? Weil der Core sich entlädt. Mit 125.000. Ja, die Reaktoren sind aus. Genau, die Reaktoren sind aus. Aber kein Problem, unser Stromspeicher hält noch für 18 Jahre. Ich versuche mal eben runterzukommen. Gib mir eine Sekunde eben. Ich muss eben zum Haupteingang. Was, gehe ich noch nicht zum Sushi-Tempel? Warte, ich versuche mal eben kurz zum ME-Serverraum zu kommen, dass ich mir meine Rüstung holen kann. Ganz offiziell. Device Missing Channel, das dauert noch. Draconic Chestplate, wir müssen noch mal ein bisschen sortieren. Aber warte, ich glaube, ich erkenne meins. Okay, dann nimm erst deine raus. Also ich erkenne meins, sobald ich es im Inventar habe. Oh. So. Ich nehme beide raus und dann gebe ich dir deine. Okay, wirf mir einfach meine dann zu. Ich habe einen Atomic Disassembler wieder. Jetzt ist schon mal alles supi. Ich habe einen Draconic Bow wieder. Nee, ich auch zwei jetzt Draconic Bows. Ja, wir haben alles doppelt. Oh, es ist schön. Es ist alles so schön hier. Hier ist Death of Power, das ist meiner. Deiner liegt jetzt noch drin. Ich geb dir einfach gleich dein ganzes Equip dann. Ja, ich muss mal ganz kurz meinem kleinen Roboter hier sagen. Hier, holst du dir mal kurz die Ringe. Gut, mein kleiner Roboter kümmert sich um die Ringe. Ja, das ist genau. Wir haben leicht OP-Sachen. Endlich ist alles wieder in Ordnung. Alles ist cool. Ah, back in time, Leute. All the mods. Großes Finale von den Betweenlands. Wir sind wieder gut zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit dem Erhalt der Rüstung will auch das Video dann enden. Ich glaube, unsere Bögen waren ziemlich gleich, ne? Jetzt lass die Bögen Bögen sein. Ich brauche nur die Rüstung. Ja, erstmal hier Bogen. Okay. Ich glaube, das war deiner. So, jetzt. Damit muss ich jetzt vorsichtig sein, ne? Solange. Ja. Ein Schuss hier auf dem Boden, wir beide sind instant tot. Ja. Wie viel Damage macht er nochmal? Ich muss mal kurz gucken. Was macht er nochmal Damage? Ja, er verbraucht auf jeden Fall 27.000 Energie. Das ist nicht gerade wenig. Ja, das ist. Endlich wieder kreativ. Das hier ist meine. Warte mal, ich sehe ja gerade, wie heißt nochmal die Antenne? Die ME-Antenne. Das hier ist meine. Wie nennt sie sich nochmal, diese ME-Antenne, RGB? Das Wireless Crafting Terminal. Da ist ein Wireless Crafting Terminal. So, das ist eine Antenne. Joe, schieß mal auf den Boden. Warte mal. Nein. So doof bin ich nicht. So, zack, ich habe meine Antenne wieder. Ab jetzt kann ich auch per drahtlos. No Network Power. Oh. Wireless meine Crafting Rüstung. Terminal. Ist das? Jo, ich kann wieder fliegen. Ist das ich meins bin OP. Hier? Okay. So. Ja, ne? Sehr schön. Ich habe kein Network Power, ist aber nicht schlimm. Wir bringen jetzt den Apple Park wieder in Schuss, Leute. An dieser Stelle endet offiziell der Betweenlands. Ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Tschüssi.